Die niederösterreichischen Bäcker und die niederösterreichischen Konditoren suchen in Kooperation mit der NÖN das Rezept für das zukünftige Niederösterreich-Genussbrot und die zukünftige Genusstorte. 6 Finalistinnen und Finalisten haben es ins Finale geschafft und diese Top-Bäcker und Konditoren stellen wir Ihnen heute vor. Wir starten mit Matthias Krenn aus Weidhofen an der Ybbs. Für ihn ist das Konditorenhandwerk ein besonders faszinierender Beruf. Mein Name ist Matthias Krenn, bin 37 Jahre alt, bin Konditormeister und Geschäftsführer der Konditorei Hartner. Es war für mich auch relativ schnell klar, welche Torte ich mache. Also ich komme vom Bauernhof, meine Eltern haben ganz viele Nussbäume und ich bin schon aufgewachsen als Kind mit dieser Nusstorte und das ist die Nusstorte von meiner Mutter, ein bisschen gepimpt. Und insofern hat mich das auch gefreut, die zu präsentieren für das Land Niederösterreich. Wir haben ja beides eine Konditorei, sowohl auch als eine Bäckerei. Und in der Konditorei ist es zum Glück bei uns nicht schwierig, noch Nachwuchs zu finden. Ich habe studiert und habe immer in meiner Freizeit Kuchen für alle gebacken und eben zu Fasching Krapfen für alle gemacht und habe mich dann mit 30 eben entschieden, nochmal so einen kleinen Switch in meinem Leben einzulegen und habe dann gelernt quasi Konditor. Und ich glaube, es ist einfach eine sehr runde, saftige Nusstorte geworden, also eine sehr runde Geschichte.